Moin Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Textit. Mit dabei ist natürlich mal wieder Tegel. Hallo. Dankeschön. Hi. Ich bin dir wirklich sehr, sehr Bitte. verbunden. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja, wie gesagt, im Dungeon ausgelootet, sind jetzt auch nach Hause gegangen, haben unser Inventar sortiert, alles Komm mal Mögliche zu mir. eingeordnet und so weiter. Zudem habe ich mein Schwert neu verzaubert auf Unbreaking 3 und jetzt mittlerweile Sharpness 5. Ich glaube, davor war Komm mal Sharpness her. 4. Und habe. Warte mal kurz, hab noch meinen Bogen, mein Ledger Bow jetzt auf Power 4 verzaubert. Ist auf jeden Fall ziemlich stark. Zudem habe ich den Revolver herausgefunden und Tegel hat in der Zwischenzeit ein ganz tolles Bett gebaut, in dem wir erstmal schlafen können. Also wir haben auch schon einen kleinen Plan gemacht, was wir gegen Anfang der Folge machen wollen. Zum einen schieße ich dich jetzt ab und treffe dich nicht. Nein, 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 Ja. nein. Okay. Der Revolver ist ziemlich schlecht. Bullets sind auch fast umsonst, würde ich mal so sagen. Ein Eisen und ein Kabel, das ist echt ganz gut. Warte mal, chill mal. Als erstes möchte ich Tegel auch einen Leggia Bow machen. Das Ja. hatte ich ja noch nicht. Ach, bitte lass es. Dankeschön. Dazu brauchen wir erstmal, ich glaube, vier normale irgendwas. Ich hoffe, das stimmt. So. Und dann, ah ne, weniger hätten auch gereicht. Eisen und Strings. Oh, hoffentlich reichen jetzt die Strings aus. Weil ich mir im Bogen zu viel gemacht habe. Naja, hoffen wir einfach mal das Beste. Ey, ich sagte, das wird richtig hässlich hier alles. Okay. Und hier hinten noch Strings, habe ich es richtig? Ja. Schau mal, hier ist dein Leggia Bow. Du brauchst aber viele Pfeile. Okay, Wollte habe ich ich. nicht. Gut, dann kann ich das mal wieder hier in die Ausrüstung packen. Als nächstes wollen wir Electric Essence machen. Hast du noch irgendwelche Electric Essenzen? Okay, Ich habe alles weggehauen. das heißt, wir haben 5 Stück. Das heißt, man ist einfach mal 4 Stück. Oder? Hört sich das nach einer guten Idee an? Ja, ich vertraue dir einfach mal. Ja, passt schon. Als Ich nächstes könnt weiß ihr nicht, ob sehen, wir das. haben 4 Hexical Essenzen. Ist auf jeden Fall auch gut. Damit können wir uns jetzt gleich auch ein Hexical Diamond machen. Aber erstmal, wie gesagt, machen wir uns Stuffs. Und ja, dann unsere Flugstäbe. Oh, jetzt habe ich einen zu viel gemacht. Ups, kann ja mal passieren. So, dann kommt der eine Stuff wieder zurück. Das kann auch zurück. Dann brauche ich einen neuen Diamanten. Wir haben ja echt genügend. Glücklicherweise, was wird das hier? Es Danke. wird wunderschön. Es wird noch wunderschön. Das haben sie alle gesagt. Und nachher war es nicht wunderschön. Mit dem Hexical Diamond können wir jetzt gerade im Moment noch nicht so viel machen. Also, wir haben uns dazu entschieden, die Scale-Rüstung zu machen. Natürlich als erstmal die Brustplatte. Jetzt brauchen wir eben diesen Diamanten und drei Obsidian. Haben wir drei Obsidian? Ich befürchte es schwer. Weil letztes Mal Obsidian farmen war ja schon ein wenig nervig. Aber ich glaube, wir haben eine Aufgabe für diese Folge. Oh nein. Obsidian farmen. Ja, Freude. So. Nein. Oh Bitte nein. nicht. Oh nein. So, verzaubern wir erstmal hier die Stäbe wieder auf Unbreaking 3. Das ist ja kostenlos. Bei unserem Hack. Der neue Hack jetzt schon für Oh, dieser 799 neue Euro Hackclient. in allen zuverlässigen Hacklines enthalten. Hier kriegst du 2 neue Flugstäbe. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch direkt auf den Weg, oder? Ja, warte. Hast du genügend Essen und so? Ha? Was bist du so Ja. still heute? Oh, ich habe schon Lava Ah, ich ausmachen hab's. können, weil ich nicht weiß, ob das ein Lavasee ist. Ich glaube nicht, dass es ein See Warte. ist. Aber wir können ja trotzdem mal in die Richtung gehen. Ich meine, sind ja Oder recht bauen wir schnell sonst in das unterwegs. Dorf? Da ist auf jeden Fall oftmals Lava. Wir brauchen aber 3. Und wir sollten sowieso ein bisschen die Welt erkunden und nach weiteren Blumen Ausschau halten, die halt diese Essenzen Okay, dann würde droppen. ich sagen, in die rote Wüste, Richtung rote Wüste, okay? Ja, so ein bisschen dran vorbei. Okay. Warte, hast du meine Stäbe schon verzaubert? Ja. Ja. So ein bisschen dran vorbei, da habe ich auf der Karte ein Wo wenig bist du Lava gerade? lokalisieren können. Warte, ich fliege mal kurz nach hier oben.
Oh, hier sind Büsche. Wie bist du? Und zwar gehe ich in dieses Eisbiom. Aber nicht in das, wo wir schon so oft waren, sondern was so südlich von dem Boot ist. Also in gerader Linie südlich davon. Okay, dieses ganz kleine da links, was ich jetzt... Nein. Da ist noch so ein Wald dazwischen. Unter dem Roten, genau südlich unter dem Roten, ist ein recht großes Eisgebiet. Ja, okay. Treffen wir uns da bei dieser Insel, bei dieser Slime-Insel? Ja, ich sehe dich, warte, ich sehe dich. Bisschen dahinter siehst du Lava auf der Karte. Ja, ich sehe dich, warte. Ich fliege hier immer nach. Ah ja, ich sehe dich auch. In welche Richtung? Oh Gott, da war gerade Lime Lake. Ah ja, genau, hier waren unsere vier Dungeons. Die aber allesamt schlecht waren. Ich denke, das ist aber nur eine Insel. Nein, das ist ein See, das ist ein Lavasee. Jackpot. Lol, wir sind so rich. Kann ich das eigentlich mit der Cracken Ride Spitzhacke abbauen? Warte, ich hab eine, guck mal, wie schnell es bei mir geht. Okay, bei mir geht's gar nicht. Ja, bei mir geht's gar nicht. Das Eis kann ich extrem schnell abbauen. Also ich habe eine Effizienz 2 oder 3. Pass auf, dass du nicht gleich in Lava fällst. Ich bin Profi. Du bist natürlich Profi. Natürlich bin ich das. So. Und da wir ja jetzt Lava haben, was sollen wir dann machen? Also wie viel soll ich abbauen? Ich baue einfach mal alles ab. Ne? Ja, also gerade, also wir können es halt erst verwenden, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber ich würde sagen, wenn wir eh schon hier sind und so viel von unseren Flugstäben benutzt haben, würde ich sagen, wir gehen hier zu diesem Dungeon mal. Sieht auf jeden Fall auch recht interessant aus. Kommt mir jetzt auch auf den ersten Blick nicht so bekannt vor, aber vielleicht können wir auch dahin mal umziehen. Oh nee. Ich glaube, das sieht recht nice aus da. Nee, aber es ist eine kleine Burg. Die ist echt nicht so groß. Mit den Backpacks ist ja kein Problem. Bei unserer Höhle finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich habe so viel ab, dass wir auch ein Netherportal machen können. Wie viel hast du? Warte. Naja, egal. Dann cut ich das mal kurz weg. Dieser Braun beim Kopf wird auf jeden Fall ausgestellt. Also wo, zu welchem Dungeon willst du jetzt? Ja, in die Richtung. In die Richtung. Oh, nicht da reinfliegen, pass auf. Warum wollen wir da nicht mal rein? Nein, das ist so ein bisschen, Dimension und so. Aber schau mal, wie geil das hier aussieht. Ja, das wäre an sich echt. Hier kann man doch richtig gut wohnen, oder? Es ist nicht zu groß, alles ist gut erreichbar. Das ist stimmt echt. Und One-Hit? Och, schade. Wenn ich dann später noch Flame drauf habe. Leute, der war einfach wirklich One-Hit. Und zack. Also ich glaub, der hat so eine Essenz gedroppt. Ich habe gerade, glaube ich, zwei Stück auf einmal umgebracht. Nice. Ja. Gefällt mir auch auf jeden Fall. Der Hebel kann einfach mal gar nicht. Doch, der kann irgendwas. Ja, ich habe gerade das Tor zugemacht, das Eingangstor, oder? Ey, lol. Wir haben auf jeden Fall auch viel gearbeitet damit. Mit Redstone. Ja. Aber ich mach das Tor mal wieder auf, natürlich. Ich meine, wir sind ja weltoffen. So. Wir müssen auf jeden Fall ja noch den Turm looten. Also im Keller ist ziemlich viel komische Sachen. Deswegen looten wir erstmal hier alles oben, dann können wir später noch in den Keller gehen. Ich habe hier oben schon alles. Ah ja, okay. Die können wir uns auf jeden Fall richtig schön einrichten. Ich kann mich an ein Projekt erinnern. Ja. Oh. Da haben wir das auch schon gemacht. Also, dass ich hier in so einem Teil gewohnt habe. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Ich kenne mich auch noch ein bisschen aus. Komm mal mit. Hier in dem Turm. Okay, in dem Turm geht es jetzt gerade nach oben. Hä? Ging es nicht auch nach unten? Nee, scheinbar nicht. Okay. Vielleicht gibt es ja unterschiedliche Arten von diesen Dungeons. Lol. Wir sind gerade nur falsch. Was explodiert hier gerade? Keine Ahnung. Hier ist gerade irgendwas richtig keine Ahnung, explodiert. Was es ist. Gehen wir hier noch mal kurz nach oben. Lol, hier ist noch ein Gegner. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen hier wirklich her. Ja.
oder? Also, ich meine, hier sind wir auch ein bisschen im Gebiet von einem neuen Dungeon. Wo möchtest du dein Lol, ich habe hier einen richtig geilen Raum gefunden. Lol. Schau mal nach oben, wenn das du nicht getan ja, hast. Mancher. Auf jeden Fall haben wir da auch genügend Wolle. Ah ja, hier geht's nach unten lang. Warte, ich habe Fackeln. Dass ihr es auch in der Aufnahme schön hell habt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wieder alles sehr, sehr dunkel war. Lol, hier hatte gerade einer irgendwie so einen Skin, so ein. Ja. Hier geht's weiter nach unten. Pass auf, hier ist es auch gefährlich. Keine Ahnung, was die Druckblöcke machen. Ich hoffe mal, dass ich nicht sterben werde. Warte. Okay. So, zack. Das hier ist explodiert. Das hier ist explodiert. Das ist eine Hexe, das ist eine Hexe. Oh. Nee, das ist keine Hexe. Sondern? Das ist ein Nekromanzer. Lol. Der schießt so Blitze auf dich, soweit ich das richtig gesehen habe. Lol, der hat richtig hart was gedroppt. Lol. Okay, was? Also so ein Crossbow. Hat er gedroppt. Ein was? Crossbow? Crossbow. Ja. Bone. Also ich kenne Crossbow. Aber Crossbow sagt mir jetzt nichts. Ey, wie viel Damage ich einfach mache. Das ist so hart. Hier ist noch ein Raum, ich gehe mal kurz in diesen Raum rein. Ja, ich bin hier gerade auch noch in irgendeinem Baum. Lol, Alter, wie okay ist das? Ich finde dieses Dungeon. Oh, hier ist eine Kiste, aber das ist so safe eine Falle. Deswegen mach ich einfach. Ich hab hier noch richtig viele krasse Sachen. Ich hab hier irgend so ein Kobalt. Ja. Und hier geht's nochmal wieder hoch irgendwie. Ja, das war eine Falle. Das war tatsächlich eine Falle. Übrigens, das schwört darum, wenn ich diese Rüstung an habe, oder? Oh Gott, das war einfach eine Falle. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Aber ich habe damit so sehr gerechnet. Eine Kiste war ganz guter Stuff drin. Auf jeden Fall mal mein Backpack. Da tun wir hier einfach mal ein paar wichtige oder ein paar unwichtige Sachen rein, um genau zu sein. Ja, wieder 4 Electric Essenzen. Die sind ja echt. Der Yellow from the Egg, wie man so schön zu sagen pflegt. The Yellow from the Egg. Ja. So, Diamanten-Hookshot ist immer ganz gut. Kohle braucht man auch immer. Ach, man braucht eigentlich alles hier aus der Kiste. Hallo. Na, wie? Na. Wie hier einfach wirklich alles eingekracht ist. Da vorhin alles noch ein Gang. Aber sobald man die Kiste. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Gab es ein Block-Update, aber ich habe damit gerechnet, ich habe unter mir einen Block platziert. Oder hatte ich irgendwie auch ein bisschen Glück, dass es mich nicht so erwischt hat. Ne, ich habe damit aber schon gerechnet, weil als wir hier hochgegangen sind, ist da war so ein. Fallen. Also hier möchte ich nicht meinen Keller einrichten. Ja, guck mal, hier siehst du das? Hier ist Sand. Deswegen dachte ich schon, dass da irgendwelche Fallen sind. Okay, ja. Gehen wir wieder nach oben, oder? Ja. Warte, die Folge neigt sich auch schon dem Ende zu. Ich würde sagen, noch 1-2 Minuten, weil es auch ziemlich lange gedauert hat mit dem Abbauen und so. Übrigens, nicht wundern, wenn die Folgen auch nochmal so 12, 13, 14 Minuten lang sind. Das liegt dann daran, dass wir einfach dann recht viel weggecuttet haben und so. Aber wir möchten halt die Folgenlänge auf keinen Fall länger als 15 Minuten haben. Da ist uns echt schon schwer mit einem täglichen Hochladen. Und vor allem, da ich jetzt auch schon ein bisschen vorproduzieren muss. Für was genau? Das werde ich nochmal in einem anderen Video ansprechen. Aber es fängt mit U an und hört mit R-Lauf auf. Dürft ihr gerne raten, was es ist. Na, ist ja kein Geheimnis, aber ich werde es nochmal genauer in einem anderen Video erklären. Ja gut. Wo wollen wir uns einrichten? Wir können natürlich getrennte Zimmer machen. Nee, wir machen Ehebett. Na, natürlich ein Ehebett. Na, guck mal hier, was ist das eigentlich? Also ich schaue mich gerade noch mal ein bisschen um. Auf jeden Fall können wir hier hinten in dem kleinen Raum was machen. Oh, hier ist eine Kiste. Es wird wahrscheinlich wieder stockfinster sein in der Aufnahme. Da ist meine Fackel. Ja. Was gibt's sonst noch? Ist hier nach hinten noch was? Nee, da geht's noch raus. Okay, dann verschließen wir das hier mal wieder. Hier geht's in den Nachbarraum. Oh, das ist ein geheimer Raum.
der jetzt dunkel alles ist. Ja, es sind echt noch viele Geheimräume. Ja. Aber es ist auf jeden Fall richtig gut, sich zum Einrichten. Da kann man es richtig in Kategorien die Zimmer unterteilen. Das würde ich auch sagen, machen wir jetzt nach der Folge. Das heißt, wir werden wieder nach Hause reisen, werden unsere ganzen Backpacks füllen mit dem Stuff, den wir haben, auch aussortieren und so. Und dann richten wir uns hier als nächstes ein. Ich feiere das echt, diese Festung. Ist unglaublich. Hast du noch irgendwas vor oder zu sagen oder so? Bevor wir die Folge beenden? Alles wunderbar. Alles wunderbar und perfekt und keine Wünsche offen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, Sidex. Oh, absolut glücklich. Hey, hier ist ein Iron Bow. Schön. Brauchen wir überhaupt nicht. Iron Bow muss sich 2 Stück für den Ledger Bow verarbeiten, übrigens. Das heißt, dann siehst du mal, wie wenig der eigentlich wert ist. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr uns auch gerne abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich glaube, deine Abmoderation, ich weiß und fühle mich dabei ganz toll. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.